meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, das ist ein großer, kühner Bogen, den die Schrifttexte heute am 4. Advent spannen. Wo wohnt Gott und wo wird er aufgenommen? Vielleicht ist das in diesen Tagen auch bei uns eine Frage. Zumindest hat sich früher die Volksfrömmigkeit dieser Frage angenommen, in Liedern oder auch im Brauchtum, wenn es um die Herbergsuche ging. Da ist natürlich zuerst im Blick diese schwangere Jungfrau aus Nazareth mit ihrem Angelobten Josef, die keine Herberge finden. Aber viel tiefer der Resonanzboden für das, was die Volksfrömmigkeit ausdrückt, hören wir heute in den Schrifttexten. Es ist die Erfahrung des David, der sich einen ganz schönen, netten Palast gebaut hat und der irgendwann in seiner geistlichen Wachheit darauf kommt, dass es doch eine ziemliche Diskrepanz bedeutet, dass Gott, sein Gott, mit einem Zelt vorlieb nimmt. Noch aus der alten Zeit der Wüstenwanderung, des Aufbruchs. Also, geniale Idee, der braucht auch ein schönes Haus. Er muss auch einen Tempel haben. Gott akzeptiert diese Idee nicht, sondern er sagt, ich baue dir ein Haus, heißt eine Dynastie. Aber wenn wir fragen, wie lange geht das gut mit den Nachkommen Davids, dann sehen wir, dass schon bei seinem berühmten Sohn Salomo mehr als der Wurm drin war. Ein einziger Abstieg. Irgendwann ist dieses Königtum verschwunden. Und doch taucht dieses Stichwort wieder auf im Evangelium. Wenn auch nicht der leibliche Vater, so doch der Pflegevater stammt aus der Linie Davids. Und von daher kann Jesus Sohn Davids genauso wie Sohn Gottes genannt werden. Gott findet sein Zuhause, einen wahren Tempel, in einem Menschen. In dieser Jungfrau von Nazareth, dort will er wohnen. Sie überlegt, sie sinnt nach über Gottes Wort, wie wir das häufig noch hören werden in den nächsten Tagen. Aber sie sagt ja. Sie will Gottes Wohnung in dieser Zeit, in dieser Welt sein. Und Gott hat sich diese Wohnung schon vorbereitet. Sie wird sozusagen, wie wir sie anrufen auch, zum Tempel Gottes. Wir selber sollen ja auch Tempel Gottes sein. Das sagt uns der Römerbrief heute in einem ganz kurzen Entwurf, in einer ganz knappen Skizze. Es ist nicht beschränkt auf das davidische Königtum oder gar den Tempel in Jerusalem. Es ist noch nicht einmal beschränkt auf den Tempel der allerseligsten Jungfrau, die sich selber, ihr ganzes Sein, Gott als Zuhause gibt, damit er darin wohnt, damit sie ihn zur Welt bringt. Sondern wir als Kirche sollen auch Tempel sein, aber nicht nach innen verschlossen, sondern wir können nicht ruhen, bis Gott sein Haus gebaut hat in diese Zeit hinein, in dem alle Menschen, alle Heiden, wie Paulus sagt, an Christus glauben und das Evangelium annehmen. Wenn wir uns, was ich doch sehr hoffe, zu Hause unser Heim ein wenig schön gemacht haben zu Weihnachten, dann sollten wir nie vergessen, was der tiefere Sinn dafür ist. Es ist nicht nur ein bisschen Gemütlichkeit, dass wir jetzt irgendwie doch einigermaßen anständig über die nächsten Tage kommen. Es geht immer um das Tiefere, was uns die Schrifttexte heute in Erinnerung rufen. Gott eine Wohnung anzubieten, ihn bei uns wohnen zu lassen. Wir können es lernen von David, wir können es lernen von Paulus und von Maria. Das ist die Haltung, die es braucht, damit Gott zu uns kommt, damit er bei uns wohnt. Und damit wir so zum leuchtenden Zeichen werden für alle Menschen, die noch nicht oder nicht mehr glauben.